Die Behörden wollen mein Hundehospiz platt machen. Das sagt die Gnadenhofbetreiberin Stefanie Badura aus Marlow. Sie will 15 alten und kranken Hunden einen schönen Lebensabend bescheren, und zwar aus eigener Tasche. Tja, warum die Behörden des Kreises jetzt sogar über die Zwangsräumung androhen und Stefanie daran völlig verzweifelt. 15 alte und kranke Hunde auf einem Grundstück bei Berlin. Seit Dezember 2017 hat hier Stefanie Badura mit ihrem Lebensgefährten Dennis Janda ein privates Hundehospiz eingerichtet. Komplett selbstfinanziert kümmern sich die beiden um betagte Hunde und geben ihnen hier auf 1,5 Hektar Fläche ihr Gnadenbrot. Das Problem? Weder das zuständige Bauamt noch das Veterinäramt wollen ihr dazu die Erlaubnis erteilen. Nun werden wir aufgefordert, die Nutzung für eine tierheimähnliche Einrichtung hier sofort einzustellen und werden aufgefordert, den Wochenend-Bungalow zu Wohnzwecken nicht mehr zu nutzen. 4 Jahre haben die beiden nach einem geeigneten Platz für ihre Tiere gesucht. Als sie das Grundstück in Marlow-Blankenfelde bei Berlin anmieten können, scheint die Zukunft der kranken Hunde gesichert zu sein. Doch die Behörden stellen jetzt alles in Frage. Für mich ist es hilflos und ich habe einfach Angst um meine Tiere. Letztendlich, mir ist es egal, was mit mir passiert, ganz ehrlich. Aber ich habe einfach Angst um meine Tiere. Meine Tiere sind mein Alles. Ich würde alles für meine Tiere tun. Und ich habe einfach nur Angst, dass wir hier vor die Tür gesetzt werden, weil also 5 von den Hunden hier würden das nicht überleben. Worum geht es? Der Kreis Teltow-Fläming unterstellt eine doppelt illegale Nutzung und teilt auf Nachfrage mit: Frau Badura lebt dauerhaft in einem Wochenendhaus und hält dort Hunde in einer tierheimähnlichen Einrichtung. Das ist ohne entsprechende Baugenehmigung nicht zulässig. Und genau deswegen verweigert auch das Veterinäramt seine Genehmigung. Jetzt droht die Zwangsräumung und ein Ordnungsgeld. Ich bin aber keine tierheimähnliche Einrichtung. Ich bin eine Privatperson, die ihre eigenen Hunde pflegt, hält. Ich erbringe keine Dienstleistungen, ich vermittle keine Tiere. Ich biete denen einfach ihre letzten Monate, Jahre, die sie noch bei mir haben, noch mal so schön wie möglich. Bleibt noch die Dauernutzung des Wochenendhauses. Das hätte Stefanie vorher mit ihrem Vermieter klären müssen. Hier hat die 34-jährige Flughafenangestellte bereits wegen einer Nutzungsänderung vorgefühlt. Doch die Chancen auf Erteilung stehen schlecht. Mein Stand ist, dass der Vermieter das beantragen müsste. Und mein Partner war bei Frau bei der Landrätin und hatte nachgefragt. Und sie hat gesagt, wenn wir diesen Antrag auf Nutzungsänderung stellen würden, würde die zu 99% sowieso abgelehnt werden. Bliebe als letzte Möglichkeit wohl nur noch, sich nach einer neuen Bleibe für die Tiere umzusehen. Doch das gestaltet sich schwierig. Nicht umsonst hatte es zuvor Jahre gedauert, dieses Grundstück zu finden. Mich macht es mehr traurig einfach, weil ich einfach hier das Perfekte irgendwo für uns gesehen habe. Paula! Das perfekte Areal für uns gesehen habe. Und da macht es mich einfach traurig, hier vielleicht unsere Zukunft nicht mehr verbringen zu dürfen. Das ist, ja, das, was mich fassungslos macht irgendwo. Es sieht nicht gut aus für Stefanie und ihre 15 Lieblinge. Doch sie sagt, wir wollen bleiben und kämpfen. Komme, was wolle.